Welcher Platz ist das jetzt? 19. Die läuft ja so wie bei mir. In Silverstone. Der Junge, der will doch jetzt nicht hier etwa. Doch, er will. Ja, er wollte es so. Hat sich ein Frontflug an mir ein bisschen beschädigt. Hat schon wieder Fahrerisch passiert. Jetzt haben wir eine Kurve, da fährst du normalerweise nicht gerade zu 2 durch. Warst du links, Nick? Ja. Wobei da gab es eine ganz leichte Berührung, ne? Da wurde ich unsichtbar und dann hatte ich Kim mir so halb weggedreht. Okay. Wobei der Arsch, der fährt wieder noch. Der klebt mir im Getriebe. Warum sein Spätchen nicht mal P3? Ich weiß nicht. Heike, ne? Ob der 2. DS gerade von Marc trotzdem wieder überholt, wo du DS hattest, ey. Ich würde mir Gedanken machen. Der will es hier schon wieder probieren, ausdrucken diesmal. Wenn das klappt, Chapeau. Wahnsinnig, oder? War er vor mir? Fahrer vor mir. Nee. Wer ist denn vor dir? There's about a lap's worth of spare fuel in the car. You won't be able to run in mix 3 for long with that much, but do burn it if you need to. Boah, ich kann gar nicht im Steam antworten, du Pfeife. Das kann ich mir aber gerade auch nicht mitteilen, das ist kacke. Gibt's eigentlich mit OBS oder mit Straps auf? OBS. Man sieht's also nicht. Hey, Junge. Ich muss auch noch irgendwie die Kurve kriegen. Nimm mir sie. Was ist passiert oder ist gerade allgemein am Hand? Allgemein. Ja. Na, ich könnte, geh mir nicht auf den Piss. Und das war meine Schuld. Gott, was ich da eine Entschuldigung vorgetragen hab. Weil da hat man uns mal in der Ankunftsphase von Q1 verhakt. War nicht so ein geiles Gefühl. Das kann ich durchaus verstehen. Was ist deine beste Runde? 1,25,2 immer noch vom ersten Stint, Junge. Okay. Nein. 2 Zehntel schneller, 25,0. Okay.
Die bin ich traurigerweise auf Medium gefahren. Ich bin die ganze Zeit hier mich am Battle mit Kimi, also. Na, beharrter Rufen. Ach, ey, wird das bei mir nichts. Aber Massa kommt verdammt nah. Jetzt hatte ich mal wieder eine Runde, der ich mich nicht mit Raikou gebettet habe und schon erstmal 1,5 Sekunden schneller als Massa wieder rausgefahren. War weit raus. Wieder mal in die Box reinkümmern. Bei dir ist es wohl echt spannender als bei mir. Jo, Falcon hat mich weggeballert. Auf Stadtziel. Das ist mir in der Story auch passiert. Was war das denn für eine Schwachsinnsaktion von der KI? Jetzt darf ich eine komplette Runde ohne Frontflügel fahren. Ach, prima. Scheiße, 3 Sekunden Zeitstrafe. So, was nehme ich für Reifen? Soft oder Medium? Hier ist eine mitnehmen. Wobei, ich nehme jetzt Medium. Wobei, ich habe kein Medium mehr und Raikön haut. Vollmasse weg. Vettel ist auf 2. Ich führe wieder ohne Frontflügel. Die Ereignisse überschlagen sich, kann man ja nicht schon mal sagen. Yes, beiden Autos sind. Yes, beide Platzierungsfahren ohne Frontflügel. Chaos. Hast du einen harten Reifen? Ja, wir sind ja super soft, soft, medium. Shit. Wurde jetzt vorgeschlagen, super soft und dann, Quatsch, soft und dann nur Spur, super soft. Ja, wenn ihr könnt, wenn ihr die Optionen ausgehen. Alter, aber ich bin viel. Okay, die KI struggelt aber ordentlich und von Flügel. Massa ist raus. Der Stand, du ist. Ich hab doch gesagt, Raikön hat ihn voll weggefickt. Der stand aber im letzten Sektor.
Hat. Der stand im letzten Sektor, der Massa. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, da war er im Rechtsknick. Rechtsknick? Im Rechtsknick, vor dem Linksknick. Ah, ja, ja. Ich weiß aus der Box heraus. Na, was geht ab? Busche Reifen. Und nur in Frontflügel. Ja, ich muss noch rein. Nee, also ihr zwei kommt mir hier nicht vor mir raus. Palma, nee, Magnus und Alonso. Variante auf 11. Ey, aber was eine Schwachsinnsaktion von Kimi, er schiebt mich einfach an. Der hat einen Vorsprung, komm, schieb ihn raus. Und dann haut er noch voll den Wasser raus, ey. Das fand ich dann gut. So, mit gleich zieht er wieder aus, oder was? Nee, ich hab da trotzdem voll früh abgehabt. Ich geh aus dem Weg, Männer. Alter, fährst du wieder einer durch. Soll den Tops wieder oder? Also ich würde jetzt sagen, dass man definitiv Kimi schuld. Ich bin zwar nach rechts gezogen, ne, aber wenn ich nicht mal das darf, mich um mich zu verteidigen, ey, dann. Naja gut, du musst ja gucken, das ist eine Karriere, das kann man sicher nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ja. Deshalb bringt's nichts darüber zu diskutieren. Ich will aber diskutieren. Gut, dann diskutieren wir halt. Wieso ist der gelb? Oh. Hier ist immer noch gelb. Da steht Vettel. Wieso steht da Vettel? Wieso kassieren eigentlich immer die Ferraris? Was oder, heißt kassieren? Die oder teilen sie teilen aus. Aber ein normales Rennen haben die nicht. Die Red Bull. Die teilen gegen Domo. Ja. Wobei ich das immer noch nicht so sehe, dass wir gegen ihn austeilen. Wir fahren halt und er ist zu doof zum Zweikampf. Also gut, das vielleicht nicht, aber er meint halt, dass wir zu doof dafür sind. Und da fragt sich selber nicht. Soft, die fand ich viel besser als die Mediums. Ach, leck mich doch am Arsch. Was? Ich hab schon wieder eine Plus 3 bekommen. Soll Track Limits einhalten. Ich kann Ungarn einfach nicht. Ich ja, eigentlich auch nicht. Hast du einen kaputten Frontflügel eigentlich? Nein. Nur Reifen, die über die Schmerzgrenze hinaus sind. Ja. Scheiße, war das knapp. Das verpasst einfach 2 Sekunden vorher.
Boah, ich. Oh, zieh vorbei. Ich komm nicht mehr rum. Wird wohl Zeit für einen Boxenstopp. Ja, der wäre sowieso die Runde an. Ja. Der steht sowieso die Runde an. Ja. Alter, ich hab hinten links 74%. Hast du vorne mehr oder weniger? Bisschen weniger. Ich fick jetzt ziemlich meine Hinterreifen. Boah, 2-0er-Stop. Komm mal, mal morgen. Da geht das auf einmal besser. Du bist jetzt auf Soft, oder? Ja. Da war Harakiri. Kommt nicht Küsse hin. Da ist einfach rein. Bin ja gerade ziemlich im Duell. Runde 17 war ich also an der Box, glaube ich. 7 Runden sind die Reifen jetzt alt. Ich habe 29% vorne links als stärksten Abfluss. Das geht eigentlich. Frage ist nur, ob der das bis zum Ende aushält. Nur jetzt nochmal die 10 Runden. Also wenn ich reinfahre, könnte ich Power Lauf 3. Also wenn ich reinfahre, dann muss ich auf jeden Fall die Supers aufnehmen. Okay. Soll ich Reifen schon fahren, dass ich eventuell doch durchkomme? Du musst dir bald überlegen, weil du bist bald bei dem Point of No Return. Die RTL-Kollegen würden das jetzt dann mal bitte erklären. Zusammen mit dem Raining natürlich. Ja, ne, ich pushe jetzt einfach bis zum Limit, Alter. Das würde ich nie im Leben hinkriegen, Alter.
first place is 19.5 seconds. Ich gucke am Runde im letzten Sektor von Runde 27 mal, wie viel Prozent die Reifen an haben. Dann errichte ich mich. Okay. Leck mich doch am Arsch, ey. Wieso bin ich so behindert? Ob ich behindert bin, habe ich mich gar nicht gefragt. Weißt du was, ich riskiere dich mal durch. Ich habe bis jetzt 3% in der Runde verloren. Das mal 8 macht 24. Da habe ich 66 am Ende. Jo, Junge, du Hurensohn. Mach meine Reifen nicht gerade besser, Junge, wenn du nur das Heck wegziehst. Mate. Ich wollte nicht wissen, wie es Wetter wird. Ich will den Abstand zu dir wissen. Genug. Kaputt gedreht. Wow. Balkon ist dadurch an Hamilton vorbei. Die Hamilton steht ja. Was hast du getan? Hab halt Schuhe gemacht. Amazing. Mich wundert heute echt gar nichts mehr.
fürs Kimi. Was hast du? Hä? Ist der die Box gefahren? Der ist tatsächlich in die Box gefahren. Was ist der denn so blöd und fährt noch in die Box? Da war eine gleiche Runde wie ich drin, der hat auch einen Vollflügel verloren. Pass mal auf, wenn ich ganz schnell bin, kannst du mich vorbeilassen, ich habe 9 Sekunden Strafe. Das ist hier wieder. Hier muss ich rausfahren. Fahrer hinter mir. Okay, the gap behind is 3.7 seconds. They're on old mediums. We think they've got 2 stops remaining. The time last lap was a 1 minute 25.9. Irgendwie fühle ich mich ja wie Settled Pro 17. Als mein Lenkrad auf einmal schief wurde. Nur dass ich keinen Schaden habe, aber trotzdem langsam mal fahren muss. Fahrer hinter mir. Wie viel noch? 4 Sekunden muss ich noch. Oh Gott, Raikön macht Druck von hinten. Ich mache einen Abgang. Ja, mal sehen, ob du das hinkriegst. Das wird echt eine Mammutaufgabe. Ich pushe halt echt alles, was ich hinkriege gerade. Ich nehme auch irgendwie hier alles mit, was ich finde. Ach scheiße, jetzt kann ich natürlich nicht mehr Fahrer hinter mir die Position, also die Abstand. Scheiße, das ist kritisch. Ich sag, ich schaffe es. Ich hab 41. Ja, das solltest du hinkriegen. Aber ob ich das schaffe, bezweifle ich noch.
Zu pushen sind meine Reifen auch nicht mehr geil. Ich hab 20% mehr, mach mich. Das wird nichts, Johannes. Ja, vielleicht. Podium ist drinne. Ja, das vielleicht. So, P3, ja. Schade. Jetzt war ich kritisch mit den Reifen. Uff, ich bin aber selber schuld dran. Nicht so doof hinzufahren. Guck mal deine Pestrunde meine. LOL! Dann nenn ich mal Konstanz im Red Bull Team. Ja. Naja, aber dafür, dass ich zwischendurch abgeschlagen weit letzter war, fand ich wirklich nicht schlecht. Ja, und. Oh, wie im Stand. Nils ist mit 6 Punkten dran. Ja, das ist spannend, das ist tragisch für Sebastian Vettel. Er wird mir eigentlich stich. Ja, aber ist doch wirklich mit dir. Ja, kann sich was werden. Ja, da sind wir mit 6 Punkte hinter 3, die sind drin. Ja, dann schönen Dank, Ersche, fürs Zuschauen. Ich habe jetzt was zu essen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.